Herzlich willkommen zurück aus der letzten Kaffeepause. Der nächste kulinarische Programmpunkt ist dann schon der Apero. Dort sind wir jetzt aber noch nicht. Es gibt jetzt noch einen letzten Block, wo wir uns mit KI, Cloud-Infrastruktur und dem Beispiel Mobilitätsdaten als digitaler Service-Public beschäftigen werden. Und wir haben jetzt schon viele Inputs gehört. Das Thema KI ist doch ein bisschen aufgekommen, aber wir hatten noch keinen eigenen Input dazu, und das ist ja doch ziemlich ungewöhnlich, da das Thema ja doch sehr prominent ist, und ich glaube, eine Konferenz ohne KI wäre irgendwie auch seltsam, und würden Sie sich auch fragen, wo bleibt das Thema, und das Thema kommt jetzt. Und wie Sie im Titel des nächsten Referats lesen können, ist es vielleicht ein bisschen ein philosophischer Approach, könnte man meinen, der Mensch und KI. Darüber spricht heute Philipp Boirol zu uns. Er ist stellvertretender Direktor des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation, dem BIT. Und er wird heute unter anderem darüber sprechen, welche Herausforderungen KI für die Bundesbehörden denn so mit sich bringt. Und im Rahmen der Botschaft Swiss Government Cloud hat das BIT nämlich Prototypen entwickelt, um diese Herausforderungen anzugehen. Und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt darauf zu hören, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was es mit diesen Prototypen und der Swiss Government Cloud denn so auf sich hat. Willkommen an der Transform, Philipp Boirol. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Grüezi miteinander. Es ist in der Tat so, man dürfte sich die Frage stellen, weshalb tut das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation sich mit philosophischen Fragen beschäftigen. Das ist nicht unbedingt das, was man sofort erkennen würde, wenn wir eigentlich BIT auf ein Blatt Papier sehen. Merkt euch mal, schaut euch mal dieses Titel und merkt euch zwei Begriffe in diesem Titel. Und zwar Herausforderungen und Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, und das im Kontext der KI. Wenn ihr das tut, versucht mal eine Analyse zu machen, wie interpretiert ihr das? Und vergleiche das mit eurer Wahrnehmung in 30 Minuten. Das ist, was wir als BIT-ITler jetzt erleben. Ziemlich alleine. Und wir dachten, wir sollen daraus etwas machen. Aber wir steigen jetzt in diese Geschichte ein. Seit etwa 2,5 Jahren sind wir daran, eine Botschaft zu schreiben zum Thema Swiss Government Cloud. Das ist ein hochpolitisches Thema, wir wollten in Ruhe arbeiten, wir durften in Ruhe arbeiten, wir wurden nicht gestört 2 Jahre lang. Heute Morgen hat unsere Departementschefin den Antrag unterschrieben, es wird am 22. Mai behandelt im Bundesrat, und danach, normalerweise müsste nichts mehr passieren. Das wird ein der größten Vorhaben, eigentlich IT-Vorhaben der Geschichte, und zwar eine Cloud für Behörden in der Schweiz aufzubauen. Diese Swiss Government Cloud ist angedacht für Kantone, für Bund, für Gemeinden, auch für Universitäten, wenn das gewünscht wird, und zwar Behörden nochmals und Organisationen mit öffentlichem Recht. Was haben wir nicht alles gemacht, um das zu designen? Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Wir hatten 12 Spezialisten mit Rechtsanwältinnen, Juristen, Urbanisten, Ingenieure etc., Sicherheitsspezialisten. Wir gingen in 9 Länder, inzwischen diese Zahl hat sich noch erhöht. Wir haben Länder getroffen auf Ministeriumsstufe. Wir wollten wissen, wie weit sind die Länder gegangen, was haben sie alles falsch gemacht, Bauchlandungen gemacht, weshalb sind sie neu gestartet, wie viel Geld haben sie bereits schon vernichtet. Unter dem Begriff, wir wollen souverän sein, ist das denkbar? Ja, nein, was ist eigentlich realistisch? Und wir haben dazu auch noch einiges gemacht. Wir haben unter Geheimhaltung selbstverständlich viele Firmen Fragen gestellt, Antworten bekommen, die wir den EPFL zur Verfügung gestellt haben, und gesagt, schreibt uns mal einen Bericht, sag uns, was ihr davon hält. Wir wollen wissen, ist das Wahrheit oder ist es nicht Wahrheit? Wir wollen nicht lange debattieren, wir wollen einfach Forscher haben, die uns da Indizien zumindest mal das bestätigen. So, und wir sind zum Schluss gekommen, das ist jetzt eine Botschaft für ein Ökosystem, eine Cloud-Umgebung für Behörden, und wie gesagt, das werden am 22. Mai im Bundesrat entschieden. Jetzt, wie tut man so eine komplexe Angelegenheit erklären? Ich sage euch, 5.500 Seiten,
Ich meine, mit einer Komplexität könnte ich euch das nicht vorstellen. Das geht über juristische Angelegenheiten, über Privacy Shield, was die Europäische Kommission auch noch daran ist, vorzubereiten. Wie tut man das den Kollegen erklären? Weil so ein Ding geht in die Konsultation. Wir haben jetzt gerade die Konsultation abgeschlossen vor ein paar Wochen und wir dachten, am besten wisst ihr was, wir machen eine sogenannte Ämterkonferenz. Wir haben dann Kantone eingeladen, wir haben die Ämter eingeladen auf Generalsekretärenebene, Amtsdirektorinnen und Direktoren. Wir waren ausgebucht, wir mussten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einleiten, weil das sehr brisant war als Anlass. Und wir dachten, damit wir es fassbar machen, sollen wir unbedingt ein Beispiel machen. Und wir hatten Schwein oder Glück. Ende 22 gab es ChatGPT. Wir sagen, weißt du was, wir machen etwas mit KI. So, wir kamen mit einem Beispiel und dieses Beispiel werde ich euch zeigen. Und wir hatten damit gerechnet, dass die Kollegen eigentlich uns viele Fragen stellen um das Thema Cloud. Und das Ganze schlussendlich ging nur um KI. Und die Kollegen haben uns gesagt, wisst ihr was, die Cloud, die kriegt ihr, wir werden euch unterstützen, aber bitte tu eines, wir wollen diese KI haben. So, anschließend sind wir jetzt April 24, wir haben 17 KI-Prototypen aufgebaut, inzwischen 3 Proof of Concepts, wir haben 2 Projekten schon, einen davon ist fertig realisiert und wir haben x Konferenzen bereits gegeben, wir sind fast in allen Kantonen jetzt daran, auf Kantonsratebene eigentlich nachmittags zu investieren mit den Leuten, um eine gewisse Sensibilität zu verursachen. Was ist genau passiert in dieser Veranstaltung? Wir kamen mit einem Beispiel und ich werde euch das demonstrieren. Und zwar die Behandlung von Massengeschäften bzw. Masseninteraktionen mit der Bevölkerung. Wir haben im Monat Februar 11 Millionen E-Mails bekommen. Es sind Menschen, die diese E-Mails beantworten. Es ist nicht immer faszinierend. So, wie tut man unsere Mitarbeitende unterstützen diesbezüglich? Und sofort, wir haben das demonstriert und sofort kam die erste Frage, hey, das wollen wir unbedingt, aber das BIT soll uns sagen, wie viel es kosten wird. Wie viel kostet so ein Ding? Wir können vieles quantifizieren, wie viel eigentlich Storage kostet, wie viel CPU kostet, aber das jetzt ist eine richtige Herausforderung. Das ist eine richtige Herausforderung. Zweite Frage war, geht DevOps noch auf? Wir haben alle unsere Entwicklungsmethodiken angepasst. Wir haben uns bemüht die letzten Jahre, wir haben alle Leute verrückt gemacht, unsere Mitarbeitenden, wir arbeiten jetzt anders, nicht mehr Hermes, sondern eher so, wisst ihr, etwas agiler und jetzt sind wir plötzlich mal da und sagen, das passt auch wieder nicht mehr. Was tun wir jetzt damit? Wenn wir KI einsetzen müssen wir das nochmals anpassen. So, das waren die ersten zwei Fragen, die direkt während dieser Konferenz uns gestellt wurden. Und wir waren gar nicht darauf vorbereitet, selbstverständlich. Die weiteren Fragen, die gekommen sind, die haben wir anschließend dann behandelt. Ich gehe jetzt schnell durch, ich habe nur 30 Minuten. Frage Nummer 1 war, können wir davon ausgehen, so wie für viele anderen IT-Spielzeuge, dass wenn wir sie summieren, dass wir zu einem Europapark kommen. Jeder will für sich mal etwas tun. Amt 1, Amt 2, Amt 3, Kanton 1, Kanton 2. Kommen wir irgendwann mal Schweiz zu einem Europapark? Die Antwort ist klar nein, aber wir wollten das verifizieren. Frage Nummer 4. Ihr habt das wahrscheinlich auf Internet gesehen, es gibt diese sogenannten Green Fee von 100 Millionen, das googelt mal, versucht mal, ihr werdet das überall sehen. Es braucht 100 Millionen, um seriös mit KI arbeiten zu können. Wenn ihr davon ausgeht, dass ihr autonom, souverän fahren wollt, dann müsst ihr mit 100 Millionen starten. Wir haben hier einige Beispiele. Die englische Regierung, die wir im Dezember getroffen haben, investiert jetzt 100 Millionen Pounds. Und das ist nur für die Forschung und für die Validierung der Hypothesen, auf welche ich jetzt noch kommen werde. Stimmt das? Ja oder nein? Das war auch wieder mal eine Frage, die wir uns gestellt haben. Und jetzt schaut euch mal diese Landkarte. Ihr braucht nicht die kleinen Farben zu studieren. Das ist nicht das Ziel. Was lesen wir nicht alles in die Presse über die Souveränität? Frage ist, führt Souveränität zu Mittelmäßigkeit, ja oder nein? Sprich, das, was ihr hier seht, ist ein Menü.
Jeder diesen kleinen Icon führt zu ein bestimmtes Wissen. Ich könnte euch das zoomen. Ihr habt hier Gebieten für Health, ihr habt Gebieten für Economy, etc. etc. Und wenn ich jetzt etwas provozieren möchte, OpenAI und ChatGPT befindet sich hier. Wenn alle diese KIs bzw. Werkzeuge ein Wissen haben und hier eine Unterstützung leisten, kann man davon ausgehen, dass aufgrund einer Souveränität wir alles das replizieren müssen und auch bei uns aufbauen müssen. Selbstverständlich nicht. So ist die Frage, wie nutzen wir das? Wie geht das? Wie kann man das nutzen, wenn wir noch Datenschutz einhalten wollen, Informationssicherheit erfüllen wollen, etc. Was wir auch dann als weitere Frage 6 uns gestellt haben, ist, können wir noch mathematisch rechnen, was eigentlich die Dimensionierung betrifft für die KI? Nochmals, das ist wieder mal, was ich vorher erwähnt habe, und zwar, ich habe x Anwender, sie brauchen Storage, ich mache einen Durchschnitt, ich rechne, 1 plus 1 sind 2. Aber der KI, es geht um Verhalten. Verhalten sind teilweise sehr subjektiv. Wie geht man damit um? Und da auch haben wir uns die Frage gestellt, was können wir für Indizien geben unseren Kunden bzw. unseren Ämtern, auch Kantone, wie soll man damit umgehen? Wir haben uns bemüht, Appliances zu kaufen. Wir waren erfreut, wir durften 3 von 500 bekommen. Ein großer Anbieter in Europa hat 500 Appliances bestellt und er hat akzeptiert, dass die Schweizer Regierung aus seiner Bestellung 3 davon bekommt. Diese 3 sind in Frauenfeld, könnten bereits schon ein paar Einfamilienhäusern heizen. Die Frage war, wie weit gehen wir damit? Ihr habt alle mit ChatGPT schon gespielt. Können wir einen Bund oder BitGPT damit machen? Antwort, nein. So, und wir haben doch ziemlich schon viel Geld ausgegeben. So, nochmals, wie weit gehen wir in Bezug auf diese Schätzungen? Dann die Frage auch der Ausbildungen. Wir waren sofort im BIT mit uns selbst konfrontiert. Und zwar haben wir den Know-how. Ich meine, KI ist eine neue Wertschöpfungskette. Wo sollen wir uns positionieren? Die ist endlos, diese Kette. Über Modellen, über eigentlich Appliances, über ich werde jetzt die Liste nicht machen, sie ist also so groß. Die Frage war, was wollen wir decken und welche Arten von Leuten müssen wir haben? Ich kann euch hier eine kleine Liste aufzeigen, die jederzeit in die Presse findet. Und heute schaut euch mal die Jobs, eigentlich die ausgeschrieben sind in Europa und weltweit. Die meisten eigentlich gehen in die Richtung. Jetzt weiter. Und für uns war extrem relevant, wisst ihr, wir haben mit Kunden zu tun, die von uns bis heute erwartet haben, dass wir digitalisieren. Digitalisieren heißt, wir automatisieren. Automatisieren heißt, es hat einen Impact auf Menschen. Es gibt weniger zu tun für Menschen. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Ich nenne hier Fiscal IT, aber nicht nur Fiscal IT, das sind andere Programme wie Dazit, Superb etc. etc. Immer wieder haben Menschen ein Gefühl dafür, und zwar, es geht um einen Job. Was erzählen wir den Leuten bzw. den Kunden, wenn sie dann feststellen, dass was wir hier umsetzen werden bzw. diese Technologien die Jobs komplett übernehmen? Das ist eine Geschichte, die das BIT sich auch anschauen muss, weil sonst digitalisieren wir nicht. Wir gehen nicht mehr weiter mit unseren Projekten. Das ist auch ein Thema, was wir selbstverständlich proaktiv angehen müssen. Ich empfehle euch eins, es wird auch viel geschrieben über die KI. Es gab noch nie so viel Blabla wie jetzt über die KI. Geh wirklich seriöse Studien holen. Und ihr werdet merken, wie schwierig es ist. Es gibt eine Studie, die letztens eigentlich publiziert wurde, veröffentlicht wurde. Das ist die von IPPR in UK, wurde auch beauftragt von der UK-Regierung. Schaut euch das mal an. 22.000 Job Descriptions wurden analysiert, und zwar, was wir die KI auf diese Jobs für einen Einfluss haben. Es sind 3 Szenarien erarbeitet worden für die englische Regierung in Bezug auf Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bis zu 13%. Dafür über 8 Millionen eigentlich Arbeitslosen. Wenn wir jetzt sagen würden, die KI ersetzt Menschen, etwa ein Mischbetrieb, ihr seht hier die unterschiedlichen Szenarien. Ich empfehle euch, das mal zu lesen. Das ist wirklich extrem interessant. Es sind noch weitere Studien. Das haben wir auch mal mitgenommen und dachten, wir müssen das unbedingt lesen, analysieren und auch eine Antwort dafür haben. Weshalb das alles? Wir dachten, ja, am besten tun wir jetzt eins. Wir gründen einen Inkubator im BIT. Das Inkubator baut produktive Prototypen, die ich euch jetzt kurz mal zeigen werde. Die sind produktiv.
Und mit diesen produktiven Prototypen adressieren wir genau die Fragen, die ich euch vorher gezeigt habe, und zwar legal, gesetzliche Grundlagen, die Ressourcen, die Skills, Daten, Datenschutz etc. etc. Und wir schreiben ein Positionspapier bzw. ein White Paper und wir übergeben das unserem Parlament und auch unserem Bundesrat, damit wir Gespräche führen können. Wir müssen unbedingt Gespräche führen. So, ich zeige euch das mal kurz. Ich hoffe, genau. Also, es ist live. Ich bin hier auf das E-Portal der Bundesverwaltung. Ich hätte einiges, was ich euch zeigen würde. Ich werde mich jetzt fokussieren. Also, Clinical Trials etc. sind für euch etwas weniger relevant. Aber ich mache jetzt einen Deep Dive. Das Erste, was ich tun würde, ist euch zu demonstrieren, was wir an diesen Konferenz, Ämterkonferenz gezeigt haben. Und zwar, es ist nichts anderes als eine Maske, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Frage stellen können. Eben 11 Millionen E-Mail. Und es geht darum, dass wir anstelle eine Sammeladresse bei ZAS, eine Sammeladresse bei der ESTV oder bei BATS etc. Stellt euch mal vor, wir hätten nur einen Entry Point für die Bundesverwaltung, für die Kantone etc. Und wir würden dann den Bürger die Möglichkeit bieten, alle ihren möglichen Fragen zu stellen. Hier seht ihr eine Maske, ich kann irgendwie meinen Namen, meine Vorname eintragen, ich bin da, ich gehe schnell, ich nehme eine Frage auf Französisch für die Kollegen, die hier eventuell Französisch sprechen. Madame Aline Hoffer, sie wohnt in Delémont und Frau Hoffer hat einen Sohn. Sein Name ist Jan, er ist 12-jährig und der Sohn Jan möchte unbedingt mit einer Drohne fliegen. Seine Drohne ist mit einer Kamera ausgestattet und die Mutter von Jan denkt, er ist viel zu jung, um im Knast zu stehen. Ich frage lieber vorher, was sind die Regeln, die man berücksichtigen muss, wenn man mit einer Drohne fliegt und eine Kamera. So, eigentlich die Frau Hofer postet jetzt ihre Frage und ich bin jetzt in der Bundesverwaltung. Ihr seht hier, das sind alle möglichen Fragen, die wir bekommen hätten über diese Sammeladresse. Es geht hier um Abzug von Kilometern auf Steuererklärung, Installation von Solarpanels, Baubewilligung in der Landwirtschaftszone. Ich erfahre auch alle möglichen Themen. Ich nehme jetzt die letzte, die jetzt gekommen ist, und zwar die von Frau Hofer. Was wir hier tun werden, das Erste, was wir tun, ist, wir wollen vielleicht mal diese Daten anonymisieren, weil was ich hier für eine KI einsetzen werde, ist eine OpenAI-Cluster, beispielsweise bei Microsoft in USA. Trainiert für uns, aber doch in USA. Jetzt sage ich einfach, ich will bestimmt nicht die Name und die Vorname, wir haben auf Unbekannten gesetzt, Piaf Edit. Und wir könnten sehr wohl auch noch der KI sagen, merke dich auch, ob es in Text eventuell noch etwas geben würde. Ich habe die originalen Daten hier, die anonymisierten Daten hier. Ich sehe hier den Jan, könnte ich noch wegnehmen. Wir sind sogar, können wir sogar so weit gehen, dass wenn hier beispielsweise geschrieben wäre, ich bin ein Gärtner und ich bin Gärtner in einem Dorf und in diesem Dorf gibt es nur einen Gärtner, dann merkt das die KI und sie entfernt den Beruf, weil man würde dann wieder auf die Person zurückkommen. So, jetzt gehe ich weiter und ich sage, fein. Und ihr seht jetzt Schritt für Schritt, was geschehen wird live. Und zwar, ich bin in der Step 1, ich habe meine Frage. Die Frage wurde in der Schweiz gestellt. Sie ist in unserem RZ gespeichert. Dann habe ich die Frage anonymisiert. Schritt 2, sie ist auch in unserem RZ anonymisiert worden. Dann tue ich hier eine Prompts holen. Wir haben sie hier zusammengefasst. Ihr müsst überhaupt jetzt nicht den Prompts in Details zuschauen, die können ziemlich komplex sein. Und hier sage ich einfach der KI, tu das für mich mal bearbeiten mit dem Grundwissen, das wir dir zur Verfügung gestellt haben. Und zwar hier geht es darum, dass wir Gerichtsurteile haben, dass wir gesetzliche Grundlagen haben etc. Und ihr habt jetzt hier die Antwort. Und die Antwort ist hier sogar, geht auf dem Artikel 27 von LLA. Ich spare euch die Lektüre dieser Antwort. Aber merkt euch mal eins die Länge dieser Antwort und stellt euch folgende Frage. Das ist die Antwort für eine Mail. So, Frage ist, wie viel Zeit ich gebraucht hätte, um das alles alleine zu schreiben. Frage 2, wie mager wäre die Antwort gewesen, wenn ich nicht die KI hier gehabt hätte. So, und ich tue dann eins hier, ich anonymisiere, ich könnte noch auch hier anonymisieren, meine Antwort ist immer noch anonymisiert und dann komme ich wieder mal on-prem hier in unseren Ansatz und jetzt kann ich wieder mal Frau Hofer addieren und die Antwort ist wieder mal mit einer Identität auf Französisch und ich kann sagen, ich schicke es per Mail oder ich
tue das in eine Fachanwendung übernehmen. So, ich überspringe und gehe auf den nächsten Demo und das ist dann die Road Safety. Wir haben mit einem Land Kontakt gehabt, so wie in der Schweiz sind die Straßen immer wieder wegen der Hitze, wegen auch der Kälte, sehen die Straßen nicht besonders gut aus. So, es fährt ein Fahrzeug mit einer LIR-Kamera und diese LIR-Kamera, der Radar schießt in den Straßenmantel und aus diesen Fotos wird danach ein Pflichtenheft erstellt. Und zwar und aus diesem Pflichtenheft tut man danach eigentlich Reflexionsarbeiten bzw. die Straßen neu flicken. Hier ist es ein Beispiel, selbstverständlich, das ist eine Straße zwischen Freiburg und Murten und ihr seht hier, wir haben so Bilder aus Internet genommen und das sind Spots und ich könnte jetzt sagen, okay, ich nehme mal hier einen Spot, ich habe mal mein Bild hier und wir haben die KI hier nur leicht trainiert. Und ich sage der KI, analysiere mir mal dieses Bild, ihr seht, es ist noch nichts da, ich will es auf Französisch und auf Deutsch. Und was ich will, ist, dass die KI nicht nur die Straße analysiert, sondern dass sie mir auch noch schreibt, was zu tun ist. Ich möchte das kopieren können in eine Mail und das eine Firma schicken, die mit uns unter Vertrag ist. Und das hat sie jetzt gemacht. Ihr seht, das ist nicht gerade kurz. Also ich könnte das lesen, wenn ihr das wollt. Es ist die Beschreibung von dem, was festgestellt wurde auf dem Bild und es ist auch die Beschreibung von dem, was man machen müsste, um diese Straße zu flicken. Dieses Land, der uns das gezeigt hat, brauchten vorher 45 Tage, Manntage für 50 Kilometer. Das sind Millionen von Bildern gewesen. Die brauchen jetzt 11 Minuten, bis sie die WTO-Dokumente haben. So, weiteres Beispiel. Das ist jetzt die 144. Basel, Kalifornien haben eine Bindeglied, Erdbeben. Wir haben 144er Nummer, die nicht ausgestattet sind für Krisensituationen. Und zwar, wenn ein Erdbeben stattfinden würde in Basel, garantiert wird man nicht 5000 Anrufe in 15 Minuten beantworten können. So ist die Frage, wie tut man Anrufe priorisieren? Das ist immer eins der größten Herausforderungen, egal welche Arten von Hotline wir betreiben. So ist die Frage, könnte die KI hier in diesem Bezug etwas leisten? Garantiert. Wir haben hier auch wiederum einen Trial. Wir haben eine Rufnummer, 144, ich rufe an und meine Botschaft bzw. meine Nachricht wird zuerst mal aufgenommen. Ich bleibe aber trotzdem am Telefon. Ich spreche und sage, was mir aktuell passiert. Die KI analysiert, ist in der Lage, der Stresspegel zu messen, auch Widersprüche zu messen und die KI entscheidet danach anhand von dem, was sie interpretiert hat, wie der Rating aussehen müsste und ich demonstriere euch das. Ich hätte jetzt eigentlich eins, weil man hatte gelernt aus Kantone auch, dass Leute rufen an, die 144 mit teilweise Gründe, es gäbe keinen Grund, um die 144 anzurufen. Beispielsweise ein Katz steht auf einem Baum und ich will unbedingt meinen Katz runternehmen, ich brauche Hilfe und man schickt irgendeine, also Feuerwehr oder so. Aber auf jeden Fall, das ist Realität. So. Und wehe, steht ihr in einem Lift, blockiert und ihr habt keine Luft mehr und ihr seid auf Position 200 und ihr müsst noch 200 Calls abwarten, weil gleichzeitig ist irgendeine Krise. Seid ihr froh, wenn vielleicht irgendetwas inzwischen passiert? So, im schlimmsten Fall, wenn das nicht funktionieren würde, seid ihr nicht schlechter, als wenn keine KI eingesetzt wäre. So, ich meine, ich mache jetzt ein Beispiel. Ich habe hier eine kleine Perle, hier seht ihr, das ist eine Meldung, die gekommen ist. Man sieht leider nicht hier, steht im Blau Frustration. Das ist ein Gefühl und hier wurde diese Person als frustriert empfunden von der KI und ich picke jetzt etwas anders. Beispielsweise diese Nachricht, hallo, vielen Dank, dass Sie letzte Woche in unserer Straße interveniert sind. Und an und für sich wird die Nachricht jetzt, erscheint für euch rechts. Alles, was link ist, ist brisant. Und was recht ist, es ist so eine Priorisierung, ist weniger brisant. Ich könnte jetzt eine weitere Nachricht nehmen. Und zwar, das ist eine Person, die auch noch frustriert ist. Sie hat immer noch nicht die Karte bekommen für den Zugang zur Mühle. Und sie ist wirklich echt sauer. Und jetzt tue ich eins. Ich tue die Meldung nehmen, die ich nicht verpassen darf. Und zwar, ich bin im Fahrstuhl und werde keine Luft mehr haben. Sie ist in Position 1. Und die KI hat es beurteilt als Emergency. Mit wenig Wörtern hat die KI das einen Ranking zugewiesen als 1. Wäre es nicht so, nach dem, was ich jetzt ausprobiert habe, wäre die Karte ganz hinten rechts. Und die Person würde dann entsprechend warten. Ich mache noch zwei Kleinigkeiten. Ich tue euch noch schnell etwas zeigen. Auch noch diese AI Advisory.
Und zwar hier ist es ein Gerichtsurteil, also es könnten bis zu 165 Seiten gehen, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall, aber ich nehme ein Beispiel, ein langes Beispiel, Flatbed, gescannt, eigentlich verbessert mit KI und jetzt bin ich eine Rechtsanwältin und ich stelle der KI nur eine Frage, eine einzige Frage. Und zwar, ich habe es gelesen, dieses PDF wurde gescannt und jetzt mache ich meine Frage fertig, stützt mit Fragezeichen, und zwar, was ist das Hauptargument, auf das das Gericht seine Entscheidung stützt? Also was hat der Gericht motiviert, diesen Entscheid zu treffen? Ich stelle das der KI und die KI wird mir jetzt, die KI wird mir jetzt sagen, das Hauptargument, ich lasse euch das mal lesen, das ist für einen Westschweizer eine Herausforderung, aber ihr werdet sehen, die KI hat mir jetzt hier eine Antwort gegeben, und zwar, ich brauche nicht die 165 Seiten zu lesen. Ich komme auf das nachher. Die KI hat es hier eigentlich zusammengefasst. Das findet man nicht einfach so in den Gerichtsurteilen. Das ist noch das Spannende. So, ich gehe auf eine letzte Demo. Ich könnte eine Woche über diese Demo investieren, aber eben, ich habe die Woche nicht. War uns auch die Frage gestellt, in DSG, Datenschutz, kann man eigentlich keine Massenüberwachung machen. Stellt euch aber mal vor, Kinderentführung und Terrorismus. Niemand will in der Schweiz, dass man Video 24 Stunden eigentlich aufnehmen, überall im öffentlichen Gebiet. Aber wenn man weiß, ein Kind wurde entführt, die Frage ist, ob wir eine Mehrheit finden würden in der Bevölkerung, die sagt, ja, also wenn nicht aufgenommen wird, sondern die KI schaut nach biometrischen Angaben, ob sie eventuell das Kind findet. Ich denke, wir würden eine Mehrheit finden. Das ist kontextorientiert, das ist zeitgemäß, nur während einer Periode. Weshalb nicht? Ich tue jetzt das nicht demonstrieren, aber es funktioniert. Wenn jemand Lust hat, könnt ihr nachher zu mir kommen. Aber diese Bilder jetzt, oder, wo wir eigentlich hier mit wenige Daten eigentlich ein Kind identifizieren auf diese Foto, und das ist live, wo die KI dann sofort sagt, eigentlich, es gibt hier etwas, und die KI meldet der Polizei. Wir haben hier wahrscheinlich das Kind gefunden. Und dann schaltet sich die Polizei an. So, ich habe länger gemacht, als ich dachte. Ich gehe jetzt zurück auf meine Präsentation und zeige euch jetzt, was für uns die geschehen ist, oder? Die ersten Rückmeldungen aus diesen, sag mal, Prototypen, die wir jetzt eigentlich mit unseren Kunden teilweise intensiv besprochen haben, hat zu einem Tsunami geführt. Und ich werde euch das mal beweisen. Und zwar die Beziehung zwischen Staat und Bevölkerung. Wie werden wir damit umgehen? Was das für einen Einfluss haben wird? Die Rechtsgrundlagen. Haben wir alle Rechtsgrundlagen, die wir eigentlich brauchen, um das, und Datenschutzprinzip? Wie lange können wir sie noch einhalten? Da könnte ich eine Woche lang darüber berichten. Bis dann wir entkoppelt werden von der Rest der Welt, der eigentlich weitergeht, müsste man die Datenschutzrichtlinien vielleicht mal adaptiv Nischenprinzipien einführen, so wie die EU-Kommission das aktuell vorsieht, ist die Frage. Dann die Organisationsstruktur, die Finanzierung und die Sicherheit. Schaut euch mal die erste Annahme. Und zwar, wir haben zwei Dinge festgestellt. Und zwar, wir haben einerseits ein möglicher Kluft, der besteht auf zwei oder drei Aspekten. Aspekt Nummer eins, das ist die Temporalität, und Aspekt Nummer zwei ist die Verhältnismäßigkeit. Temporalität, weshalb? Stellt euch mal vor, ich habe letztens eine Amtsdirektorin, eine Kollegin, die kommt zu mir, schaut dir mal dieses Brief an. 2,5 Seiten, geschrieben von einem Handwerker, wahrscheinlich extrem talentierter Handwerker, aber sicherlich nicht. Sein Talent liegt nicht darin, so einen Brief zu schreiben. Das kann nicht sein. Das kann nur eine Rechtsanwältin, ein Rechtsanwalt geschrieben haben oder eine KI. Immerhin, das sind 2,5 bis 3 Seiten und jetzt muss das Amt sich bemühen, dieses Brief zu beantworten. Was heißt das konkret? Was wird das für Behörden bedeuten? Zweiter Punkt, und der ist noch schlimmer. Ich stelle Behörden eine Frage, ich kenne schon die Antwort. Die KI hat es mir schon gesagt, sogar noch mit Bezug auf Gerichtsurteile. Und ich warte 3 Monate, bis ein Amt mir sagt, was ich schon weiß. Der Unterschied ist nur, es ist ein Entscheid. Ich warte 3 Monate, bis ich einen Entscheid bekomme. Meint ihr wirklich, das wird funktionieren? Glauben wir nicht. Dritter Punkt,
die Konstanz. Ja? Ich meine, die KI aktuell bei allen Versuchen, die wir gemacht haben, krankt an Konstanz. Ihr werdet mir sagen, ja, das ist auch so mit Menschen. Stell mal zwei Juristen dieselbe Frage, du bekommst drei Antworten. Mit der KI ist es einigermaßen dasselbe, es ist nicht schlimmer. Und das suchen wir auch, das wollen wir auch. Das ist das, was wir suchen bei Juristen, unterschiedliche Opinions. Wir wollen uns eine Meinung bilden. Bei der KI ist es genau dasselbe, nur die Frage ist, geht das in allen Arten von Geschäften? Der Behörden müssen auch Standardantworten liefern können. Für Frage A kommt Antwort A, für Frage B kommt Antwort B mit null Variationen. Kann man die KI so weit bringen, dass sie das tun, oder sollen wir sie noch nach wie vor kreativ arbeiten lassen? Wir haben hier auch noch unsere Zweifel aktuell noch daran. Auf das könnte ich auch noch kommen, aber wie gesagt. Annahme 2. Geht es, das wurde uns auch die Frage gestellt, geht es eine KI als bloße Entscheidungshilfe oder ist das ein Mythos? Wir tendieren für Mythos. Ich gehe jetzt nicht in den einzelnen Details, aber überlegt euch mal, nehmt die Beispiele, die ich vorher genommen habe und überlegt euch mal, was bleibt noch wirklich offen? Straße, Millionen von Bildern analysieren, ich mache doch Stichproben, wirklich? Das zählt überhaupt nicht, das ist die Masse, die zählt. Gerichtsurteil, wenn ich eigentlich die KI eine Frage gestellt habe, tue ich das erste Mal das Verifizieren, zweimal Verifizieren, dreimal und das vierte Mal bin ich ein Mensch, sage, die hat es dreimal richtig gemacht, weißt du was? Und somit entscheidet die KI. Ich könnte das weiterziehen über den anderen Fällen. So, was heißt das konkret für Behörden? Dann die Toleranz gegenüber Fehlern ist selbstverständlich auch noch ein Thema. So, ich bin fast durch. Was am Ende des Tages für uns relevant war, war auch Wert. Und zwar, wie die Werten sich eigentlich entwickeln. Ja? Wir haben so viel archiviert bei den Ämtern, mit welchen wir jetzt am Diskutieren sind, ist die Hypothese die folgende, wir nehmen alles zurück aus den Archiven. Das ist jetzt das Interessanteste, was wir haben, sind die Dinge, die wir gar nicht mehr sehen wollten, noch vor ein paar Monaten. Jetzt plötzlich, das ist Öl, das ist Gold für die KI, wir holen alles. Also ich möchte nicht in den Schuhen meinen Kollegen von Bundesamt für Archiven sein, wenn sie alle diese Kisten wieder holen müssen. So. Die Frage, die ich mich auch gestellt habe, in Bezug auf, die wir auch uns gestellt haben in Bezug auf den Wendepunkt, ihr habt das wahrscheinlich gesehen, es gab eine Studie von McKinsey auch, die besagt eigentlich, dass etwa 400 Millionen eigentlich Leute ihren Job verlieren werden wegen KI. Wir sehen es nicht so, wir teilen diese Meinung nicht. Wir hätten auch gute Gründe, weshalb wir diese Analyse nicht teilen würden. Aber trotzdem, es wird definitiv einen Einfluss haben. Und wir werden garantiert irgendeinen Plan haben müssen. Die OECD ist daran, die Schweiz macht auch offensichtlich mit. Es gibt Arbeiten aktuell in der OECD, wie man damit umgehen könnte. Und last but not least, ich möchte noch zu dem Thema der zugrunde liegenden Know-how. Ich meine, bei unseren Ämtern und Kunden hat sich sofort auch die Frage gestellt, wie werden wir den Know-how, der zu dieser KI geführt hat, nicht verlieren? Ich muss euch etwas zugestehen, ich bin nicht in der Lage, eine Kerze zu machen. Wenn morgen wir keinen Strom mehr haben, wüsste ich nicht, wie man eine Kerze macht. Dafür können wir KI entwickeln, können wir Modellen entwickeln. Das bringt uns wahrscheinlich nicht viel, wenn wir zurückgehen müssten und sagen wir mal, fundamentale Probleme lösen müssen. Ist hier auch die Frage, wenn wir alles kodiert haben, wenn alles modelliert wurde und wer genau weiß, wie die KI funktioniert, wir können nicht mal erklären, wie sie funktioniert, egal was man euch erzählt, das ist die Realität. Ist die Frage, wie kommen wir eigentlich zu den ursprünglichen Know-how wieder zurück? Gut, auf jeden Fall, ich schließe damit ab. Wir sind auf jeden Fall überzeugt, dass wir definitiv nicht die alten Kochrezepte nutzen können, wenn es darum geht, die KI-Themen zu adressieren. Und wir hoffen, dass wir mit diesem White Paper, diesem Positionspapier, einige Spuren bzw. Ideen eigentlich bringen können, die dazu führen, dass wir die Debatten führen, die notwendig sind. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Philipp Bohr, für diese spannenden Ausführungen und die Live- oder die Demonstration auch. Ich nehme jetzt gerne auch noch ein, zwei
vielleicht maximal zwei Fragen entgegen. Hallo, Melanie Kolpe-Guyot vom C4DT an der EPFL. Den Einsatz von LLMs bei den Bürgeranfragen finde ich sehr spannend. Wie geht ihr mit den möglichen Halluzinationen um? Denn gerade beim Beantworten von komplexen Anfragen oder sehr komplexen Anfragen oder Anfragen, wo es einfach noch nicht genug Trainingsdaten gibt, kann schon was schnell passieren. Ja. Und wie können wir sicherstellen, dass da keine falschen Informationen rauskommen? Ja. Wie geht ihr damit um? Wie lange habe ich? Ja. Gut, also ich versuche. Aktuell sind wir noch nirgends. Wir sind noch nirgends. Was wir aktuell versuchen, ist mit RAG-Ansätze die möglichen Fehler soweit zu korrigieren. Und ein Gebiet, welches eigentlich am besten sich dafür eignet, ist rechts. Wir haben dort alles, was wir verfügen, Gerichtsurteile, Entscheidungen, gesetzliche Grundlagen, sind, würde ich mal sagen, integer genug, damit wir RAG-Modellen einführen können und somit diese möglichen Toleranzfehler verhindern können. Bei dem Rest werden wir iterativ vorgehen und ich meine, das ist eine lange Lehre. Wir sind noch ein paar Meter entfernt vom Start. Ja. Aber ich, wie gesagt. Karl Schubisser von der Geschäftsstelle Digitale Verwaltung des Kantons Bern. Mich würde interessieren, welche Überlegungen Sie sich gemacht haben, zu wie viel Qualität ein KI-Ergebnis haben muss, damit man es brauchen kann. Wir haben im Kanton Bern dazu folgende zwei Ansätze beobachtet und teilweise auch selbst durch POCs getestet. Das eine war eine Maskierung von Daten, also dass sie anonym sind, wie Sie es auch gezeigt haben. Dort haben wir gesehen, dass KI-Systeme dann bei der Antwort Mühe haben, weil sie eben einen Teil nicht sehen. Ja. Das zweite war ein DVG-Bot, also für das Digitalisierungsgesetz und weitere rechtliche Vorgaben. Dort haben wir gesehen, dass die Antworten nur zu 85% richtig waren, weil teilweise Sachen, die nur JuristInnen sehen, nicht gestimmt haben, wie ein Sollen statt ein Müssen. Und was wir sehen, ist, dass in verschiedenen Fachbereichen eine höhere Qualität verlangt wird, zum Beispiel bei der Capo haben sie ausgetestet eine Zucker-KI, die intern sagt, zum Beispiel, wann das eine Waffe gezückt werden darf. Und sie haben eben auch mit der 144er-Nummer das vorgestellt. Das ist vermutlich auch so ein Bereich, wo es eine höhere Qualität braucht. Was sind da Ihre Überlegungen oder auch Überlegungen, wie man diese Frage beantworten könnte? Ja, wir sind noch enttäuscht. Wir dachten, wir wären schneller mit der Qualität. Und das ist ein Dilemma, weil einerseits die Qualität, die wir aktuell haben, reicht bereits schon aus, um Menschen vorwärts zu bringen. Also ich muss sagen, ich bin kein Jurist, aber ich hätte Freude, mit so einem Werkzeug zu arbeiten. Weil schon mal den ersten Wort zu schreiben, verlangt viel Energie. Sagen mir immer die Menschen. Ich stehe vor einer Anfrage und ich müsste das erste Wort schon mal platzieren. Das tut mir so gut, das Ding macht's schon. Und klar, wir hätten uns bereits jetzt schon gewünscht, dass wir eigentlich zu einer, sagen mal, konstante Qualität kommen. Das haben wir nicht geschafft. Das ist auch weiter ein Problem, was ich vorher erwähnt habe. Oder? Diese Konstanz fehlt uns. Wobei ich sagen muss, sie wird immer besser. Und Sie haben einen Punkt erwähnt in Bezug auf den Platzhalter. Wenn wir anonymisieren, das ist definitiv so, bestätige ich auch. Wir müssen extrem aufpassen, was wir als Platzhalter eingeben, weil wir können nicht einfach nichts geben. Sonst verfälschen wir wieder mal die Perception, die Auffassung der KI und wir bekommen eine Antwort, die wir gar nicht haben wollen. Das heißt, die Wahl für Platzhalter ist auch wieder mal eine Wissenschaft.
Wenn man in die, wenn man raus will, oder? Ich habe vorher Edith Piaf eingetragen, Edith Piaf, das scheint nichts zu sein, aber wir hatten antwortet, wüsstet ihr, oder? Die Kai sagt uns, sie ist tot. So, ich meine, die selbstverständlich muss man sich die Fragen stellen, ist es eine Frau, ist es ein Mann, ist es eher eine Ältere, eine Jüngere, weil die Kai wird das alles berücksichtigen, wenn man anonymisiert, also die Herausforderungen sind riesig. Nichtsdestotrotz, ich denke, wenn ich jetzt mich äußern müsste über die Zeit, also wie lange es noch gehen wird, bis wir so weit kommen, ich hätte größte Mühe, Ihnen irgendwie jetzt zu sagen, das ist in 2 Jahren, in 3 Jahren soweit. Was ich Ihnen aber garantieren kann, ist, dass mit den Fortschritten, die wir aktuell machen, ist, dass wir können morgen bereits schon viele Leutes Arbeit erleichtern, bei vielen Leuten. Jetzt, ja, was wir gerne haben möchten, wird wahrscheinlich noch. Ich habe noch irgendetwas gehört. Ja. Ja, gut, ich glaube, wir schließen hiermit ab. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Input und danke fürs Vorbeischauen. Merci.